So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 8. Multiplayer-Folge von Forza Horizon. Dann heute fahren wir leider querfeldein. Ich wollte eigentlich Asphalt fahren. Das geht jetzt nicht mehr. Schade. Was nehme ich denn da? Ich nehme den Talbot. Komm. Das wird zwar wahrscheinlich komplett schief gehen. Eigentlich wollte ich heute den Volvo fahren, den wir gerade da sehen. Den Volvo S60 Polestar. Und leider wurde das, was ich wollte, nicht genommen. Schade. Aber kann ich auch nichts gegen machen. Ich könnte jetzt wieder verlassen und was anderes suchen, aber das dauert mir jetzt zu lang. So, Querfeld 1 ist eigentlich was für Autos mit viel Bodenfreiheit. Hat der Tablet zwar nicht so, aber trotzdem ist der Offroad sehr gut. Ich bin dann ja auch gefahren in der 100. Let's Play-Folge auf Blizzard Mountain. Sexy Geräusche. Mal gucken, was wir heute so reißen können. Alter. Warte mal. Alter, was ist denn das für ein Scheiß, Junge? Alles stumm schalten hier. Moment. So. Zack, stumm. Wie kann man dein Headset oder dass das alles so laut haben? Das verstehe ich nicht. Na gut. So, wieder der Dodge Alchemy von eben gerade. Ich bin eben gerade noch daran mitgefahren mit dem S60. Hier, da sind wir nur Asphalt dran gefahren. Und ich erster, zweiter und einmal, glaube ich, dritter sogar. 1, 2, 3. Und auch sehr gut mitgefahren ist der Dodge Alchemy, der da hinter mir war, der schwarze. Aber leider hatte der Allrad. Was ich schade fand. Noch wahrscheinlich locker 400-500 kW gehabt. Schätze ich mal, aber so wie der abging. Das ist ja nicht normal. In der Data sowieso nicht normal, vor allem im Drag Race. Aber naja. Soll machen, was er will. Ich wollte lieber Volvo fahren. Weil der Volvo S60, der ist auch cool. Meine Fahrskills sind auch ziemlich cool. Nicht. So, komm. Kleiner Talbot. Ein kleiner Engländer. Aber ich bin echt mal gespannt, ob der dafür noch ganz gut ist. Der Querfeld einrennen. Ich vermute mal nicht, aber ich wollte nicht schon wieder irgendwie die Subi oder irgendwas anderes nehmen. Dass ich schon so oft gefahren bin. Der Talbot kann man bisher aus seiner 100. Folge noch gar nicht dran. War schon da wahrscheinlich. Wahrscheinlich da gespawnt, denke ich mal. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Fast 4 Kilometer in 20 Sekunden, das bezweifle ich. Außer es gibt ja so eine Art Rakete à la Mario Kart. Naja. Aber den Talbot habe ich für mich quasi erst vor ein, zwei Wochen entdeckt. Also ja, probierst du aus, bist noch nicht gefahren. Ist vielleicht ganz cool und tatsächlich, der Wagen ist auch richtig cool. Fährt sich super, also der war auf besonderen Orten war der richtig gut, fand ich. Die sich super fahren, hab damit richtig viele Rennen gewonnen. Deswegen kann er wohl hier im normalen Australien auch nicht so falsch sein. Obwohl es hier keinen Schnee gibt. Aber was soll schon schief gehen? So, ja, knapp über 5000 EP, nicht so viel. Liegt deutlich mehr, richtig. Okay, Raptor fährt mit, ein Hammer, Raptor, noch ein Subi, ein Evo, ist das ein Evo 8? Ich glaube schon, noch was anderes. Hab ich jetzt nicht gesehen. Naja. Ich bin gespannt. Ich denke mal, der Fahrtwetter wird hier ziemlich gut sein. Genau wie der, obwohl Hammer, ich weiß ja nicht. So, alle hier A800 Teamrennen. Oh ne, das ist nicht gut. Weil wir Teamrennen, da sind alle etwas anders. Und der Dodge startet hier schon wieder. Oh Gott, das kann lustig werden. Gott. Ich sehe schon wieder. Alles klar. Alles klar. Ja. Ja. Na Mensch, ist ja quasi nichts passiert jetzt. Ich würde mal sagen, der Crash war hauptsächlich nicht meine Schuld. Betonung auf hauptsächlich. Bisschen, denke ich mal schon, aber nicht hauptsächlich. Ach, die Strecke ist das. Cool. Aua. Naja. Hol ich das halt von hinten auf. Oder auch nicht. Komm. Zack. Bin die, glaube ich, damals gefahren mit dem Maserati Ghibli, kann das sein? So den Let's Play-Folgen, so 60er.
Ungefähr 60 bis 70 so ungefähr. Ich glaube schon. Ist auch cool mit dem Wagen, glaube ich. In der Ghibli ist dafür gar nicht geeignet, aber das wirkt mich noch gar nicht. Das wäre beim Talbot fast genauso. Das ist auch sehr eher so für Rally-Sachen und nicht jetzt so für Gravel eigentlich einfach nur durch die Pampa heizen. Wir sind ja immerhin schon nicht mehr letzter. Aber die Strecke mag ich. Oh Gott. So, nächster Sprung hier. Diesmal bitte nicht überschlagen. Ich habe mich nicht überschlagen, das stimmt. Da habe ich wohl recht. Okay. Aber war doch nicht so geil. Naja. Hätte sein können, der Talbot ist gut dafür, aber wusste ich vorher nicht. Wir brauchen aber gerade hier gut Fähigkeitenpunkte. Es geht dann darum, die meisten Punkte zu machen und nicht darum, immer Erster zu werden. Also hauptsächlich. Natürlich, Erster werden finde ich auch sehr schön. Passiert leider online meistens nicht von meiner Schuld nicht so oft. Also, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich könnte öfter Erster werden, aber das liegt halt nicht mal nur am Fahrer. Erster wird oder nicht. Auch an den teilweise nicht ganz so netten Mitfahrern. Wo ich mich auch des Öfteren aufrege. Was ist denn da vor mir? Ist das der Evo 8? 2004 müsste Evo 8 sein, ne? Genau, dann 2000. Oh Gott. Alles klar. Alles klar. Denn 2006, da war glaube ich der Evo 9 und dann 2008 der Evo 10. Oh Gott. Ich fahr jetzt mal scheiße. Und glaube ich zum größten Teil am Wagen und nicht unbedingt an mir. Aber schöne Strecke finde ich. Die mag ich wirklich sehr. Bin ich aber glaube ich gar nicht aufgefahren soweit. Ich glaube außer am Let's Play eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht warum, weil eigentlich ist die doch mega cool. Kann man richtig schön über alles drüber fahren. Die Felder hier, die Zäune kaputt fahren, das mag ich eigentlich. Kann man mal schön die Sau auslassen. So, hopp. Komm mal kleiner. Schaffst es. Ins Ziel schaffe ich es, denke ich mal, vielleicht noch. Ich hoffe doch. Wieder durchfahren. Soll ich schaffen. Haben wir die Punkte gerettet? Also sehen, das sollte viele Fähigkeitenpunkte geben. Ich war zwar letzter, gut, das ist natürlich nicht gut. Ich habe auch verloren. Er winkt mir auch. Aber das sollte, glaube ich, ganz gut Punkte gegeben haben. Also, ja, 9 bis 10.000 EP, das sollte es schon geben. Vor allem viele halt durch die Fähigkeiten. Mal schauen. Oh ja. Seht ihr? 14.000 EP durch Fähigkeiten. Und das hat mir wie fast gebracht? Gar nichts. Super. Naja. Auf dem 7. Platz. Von 7, die einfach mitgefahren sind. Alter, 27.000 EP, ey. Wahrscheinlich. Das ist schon auch nicht schlecht. Das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. So. Das nächste Rennen ist hier quasi um die Ecke. Es ist dunkel, das finde ich nicht gut. Ich hoffe, das Rennen wird dann bei Tag stattfinden. Sonst habe ich ein großes Problem. Eher gesagt, auch ein zweites großes Problem. Neben dem Wagen. Ja. Der stand mir weg, tut mir leid. Der hat mich so magisch angezogen. Mit seiner Baumkraft. Die gibt's ja. Das ist nichts Erfundenes. Und zwar die Anziehungskraft des Baumes nennt sich nämlich Baumkraft. Bäume sind für meine Person sehr, sehr anziehend. Aber daraus ist natürlich nichts gegessen. Wir können auch locker aufs Podium gelangen. War erst das erste Rennen. Wir haben zum zweiten gerade mal 4000 EP Abstand. Das ist eigentlich
Das ist jetzt noch nichts, das kann man noch locker aufholen. 4000 HP kann man auch im letzten Rennen aufholen, wenn man gut ist. Naja. Und diesmal, wenn es geht, nicht letzter werden, Fabian. Okay, Skyline. Was ist das denn da? Jaguar D-Type? Oder E-Type? Ein E-Type. Na Mensch. Ja. S2000. Wieder Teamrennen. Ey, das ist furchtbar. Beschleunigung ist ganz gut. Alles klar. Ein Sprintrennen diesmal. Kein Rundstreckenrennen, finde ich gut. Weil du musst ja jede Kurve quasi nur einmal fahren. Naja. Lief es jetzt trotzdem noch ziemlich scheiße. Aber wenigstens kein Rennen bei Nacht. Ist das schon mal ein Vorteil. Den begrüßen, glaube ich, auch alle hier, die jetzt mitfahren. Ich glaube, keiner will jetzt querfeldein mit 10 Spielern nachts fahren. Das ist nicht gerade was Angenehmes. Auch mit so einem Speed hier teilweise. Hallo Hammer. Bitte ess mich nicht auf. Alter! Habt ihr es gesehen, Leute? Alter! Brauch noch Platz, mein Freund. Ist sogar ziemlich ungünstig. Ja, danke, mein Freund. Danke. Danke. Deine Anwesenheit bemerkt. Danke. Ja, ist doch gut. Ja, mein Gott, ey, du Raptor. Den überhol doch, oder hier, der Subi. Er zieht doch vorbei, wenn du schneller bist. Da bin ich nicht 20.000 da. Moin. Ich würde gerne mal die Punkte jetzt mal oben sichern. Ich will die Kette jetzt noch ungern verlieren. Du Mongo. Du kleiner Mongo. Deine Scheiß, Dodge Start. Und ich werfe halt eigentlich Offroad einen Dodge Start mit Allrad. Das ist für mich völlig unverständlich. An sich den auf Allrad zu rüsten ist sowieso unverständlich. Aber dennoch Offroad. Wollte ich zum Normales fahren? Naja. Immer noch nicht letzter. Aber unser Team, das verliert noch aktuell. Ah, es war mal so, mal so. Mal gewinnt mein Team, mal das andere. Ich hoffe, unser Team wird am Ende noch gewinnen. Das sollte, denke ich, mal reichen. Ah. Das wird ein knappes Rennen, sage ich euch. Ja, wehe. Ja. Das ist echt bitter, ne? Mit 50 Punkten durch diesen komischen Bonus. Weil der Erste vom gesamten Rennen kommt der 50 Punkte mehr. Halt also als Bonus, weil er Erster ist. Eigentlich ist es Gleichstand, aber halt durch diesen Bonus hat das blaue Team leider dieses Teamrennen gewonnen. Schade. Man kann nicht alles haben. Siegen-Teamleistung war so lala. Was auch an mir lag, aber. Naja, das war das viel, ich glaube nicht. 8400 EP. Richtig. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja, der hat schon 45.000, ey, als ob. Das ist schon echt viel. Leider ist der Dodge Start immer noch vor mir mit den Punkten. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag. Weil nicht das perfekte Auto dafür. Nur probieren geht über das Studieren, ja?
Ich wusste, dass der Wagen dafür nicht perfekt ist, aber ich habe gedacht, ja, vielleicht auch ein bisschen besser. Soll nur noch halbwegs gut sein könnte, weil bis ins Out und da fahre ich auch alle möglichen mit dem Wagen. Und da ist er auch wirklich sehr gut. Naja. Ist auch nicht schlimm. Ist auch, wir haben Spaß und das hat am letzten Rennen auf jeden Fall. Bis auf diesen einen Moment da, wo der Dodge Start einen Fehler gemacht hat. Ich ihm leider reingefahren bin. Hallo. Was ist los hier, mein Freund? Ich fahre mal noch GPS. Ist mir jetzt egal. So, jetzt bremsen. So. Ich weiß, es war länger der Weg, aber ich wollte sich wieder quer durch den Wald fahren. Wieder dabei 20 Bäume küssen. Ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Ich glaube, ich weiß, welche Strecke wir jetzt fahren. Oh Gott. Obwohl. Das ging noch. Autsch. Autsch. Na Mensch, fast unfallfrei. Da waren wir jetzt nicht komplett Schrott gewesen wahrscheinlich. Naja, aber immer noch Siebter. Irgendwie so die Standardposition. So, da ab kommt auch noch gleich EP, denke ich mal. Siebter, es geht überhaupt gar nicht. Jupp. Wir haben jetzt 4000 EP zum Dodge-Start. Können wir noch schaffen. Aber der Raptor hier, da scheint keine schlechte Wahl zu sein. Soll ich auch mal probieren. Ich habe den Raptor extra nicht genommen, weil, kann ich ja mal schon mal kurz teasern, da wollte ich im Let's Play fahren. Deswegen wollte ich mir den Wagen quasi fürs Let's Play aufheben. Den Raptor schon mal gefahren, aber halt, dass ich ihn mal richtig fahre, irgendwie in einem Video. Da habe ich ihn noch nicht gefahren. Da wollte ich mir den Raptor halt für das Let's Play aufheben, nicht für Multiplayer. Der 2017er Ford Raptor, der ist echt geil. Der ist auch wirklich in seiner Klasse mega schnell, finde ich. So, Siggewerk, Querfeld einstöckig. Ja, ich kenne die Strecke, glaube ich. Das sind auch so fiese Zäune noch, glaube ich, in der vorvorletzten Kurve. So, wir starten auf den 246. Yep. Hinter einem Hammer H1. Ja. Alle Goldlevel, die alle über 300 läuft. So quasi keine Anfänger hier. Nur Leute mit Erfahrung. Alles klar. Oh Gott. Alter, das Wasser, ne? Das ist furchtbar heute. Das ist ja scheiß super, ne? Verstehe das nicht. Und Leute, wie andere Leute anhupen müssen. Weil, als ob das jemand interessiert, ob man hupt oder nicht. So, wieder rechts rum. Nee, ich meinte eigentlich eine andere Strecke, aber ich doch lieber gefahren wäre. Weil das ist doch schon ganz schön viel Offroad. Oh Mann. Hui. Ist doch blöd. Den Sprung nehme ich jetzt mal nicht. Oh, im Himmel. Der nächste Sprung gleich. Au, au, der arme Wagen. Au, 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 au. Ah, das tat wieder weh. Aber in der nächsten Folge werden wir definitiv was auf Asphalt fahren. Das sage ich dann schon mal. Dennoch wahrscheinlich den Volvo S60 Polestar, den ich heute eigentlich fahren wollte. Leider wurde ich ja quasi überstimmt. Das wollte der Großteil hier der Leute nicht. Deswegen kann ich auch nichts gegen machen. Mehrheit gewinnt, ganz einfaches Prinzip. Oh, was ist denn das hier jetzt schon wieder? Peinlich, was ich abliefer. Das ist eigentlich für mich ganz schön peinlich. Ist eigentlich auch nicht schlimm, aber das ist für mich eigentlich eine Blamage.
Ich war sogar kurz am Überlegen, diese Folge gar nicht zu veröffentlichen. Aber nein, nein, natürlich trotzdem. Ist mir egal. Ja, man macht Fehler auch in seinem Leben. Zwar hier den Tippel zu nehmen, war glaube ich ein großer Fehler. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Die meisten hoffentlich, nicht alle. Ich meine, ich auch nicht ganz. Ich brauche manchmal echte Probleme. Aber so ist das nun mal. Nicht jeder Mensch ist perfekt. Dafür war die Rundenzeit ganz in Ordnung. So, du bist die Rundenzeit gefahren, ne? Sehe ich gerade? Oder? Ah, nee. Der Racetrack war noch ein bisschen besser, aber trotzdem, die Rundenzeit wäre gut. Na, meine Endplatzierung leider nicht befriedigend. Weil ich scheiße gefahren bin, ganz einfach. Die Strecke war auch wirklich, die hatte richtig unebenes Terrain, also das war schon nicht ganz einfach. Es ist ja nix, es ist ja 400.000 EP, das ist echt wenig. Jetzt aber noch auf dem 6. Platz, weil einer glaube ich geleftet ist. Oder sogar zwei. Also nicht durch Skill vorangekommen. Das ist geleftet, genau, dieser, der Dodge Start. Der hat glaube ich keinen Bock mehr gehabt. Kann ich aber auch verstehen eigentlich. So, GPS kann mich mal am Arsch lecken. Wir fahren geradeaus. Wer fährt eigentlich Offroad? Jaguar D-Type. Oder E-Type. Hallo Baum. Fabian, merke an dich, fahre niemals durch einen Wald, während es dunkel ist. Oder auch tags, ist scheißegal. Bäume ziehen dich halt, wie gesagt, magisch an. Da kann ich nichts für, das ist, genetisch bedingt. Wo war ich da gerade eigentlich lang, wenn ich mal fragen darf? Alter. Das war stylisch. Ich fährst hier mal weiter. Das wird komplett schief gehen. Alter. Nice. Also meine Route war eigentlich katastrophal. Das Wasserfahren hier genauso, aber lass mal gerne die Punkte hier saven. Warte mal. Ja. Jetzt komme ich wieder an die Oberfläche. So, zack. Jetzt kann ich. Okay. Route war auf jeden Fall nicht die schnellste. Aber auch mal schöner durchzufahren. Da unten bei beim Staudamm. Auch eine sehr schöne Landschaft. Oh Gott. Baum, Baum, Baum. Ja, kann ich durchfahren? Ja. Oh Gott. Wasser, Wasser. Ja, okay. Ja, ja, ja. Alter. Oh. Ja. Da war es leider schon zu spät. Komm auf zum letzten Rennen hier. Das war das letzte, oder? Ich glaube schon. Oder ist das dritte? Ich bin mir gerade echt gar nicht sicher. Hallo. Wie gesagt, Bäume, die ziehen nicht magisch an. Das ist diese Baumkraft. Ich meine. Und die gilt vor allen Dingen bei mir so stark, weil es so ist. Das hat bei mir verstärkt. Das ist egal, welches Auto ich fahre. Die ist immer stark und immer da. Aber gab immerhin noch fast 3000 Fähigkeitenpunkte, was mir nichts gebracht hat. Ja, der Raptor vom guten, wie heißt der? Hammer 2P0. Jetzt ist er nicht mehr erster, gut. Aber auch hier der Lancer, sie machen wirklich sehr viele FP. Also doch, Rennen 4 von 4. Deswegen Podium wird nicht mehr drin sein, aber vielleicht noch der 5. Platz. Ja, das wird schwer, weil ich doch bestimmt nicht schaffe, aber 5. Platz ist drin. Und der 6. ist zumindest safe, weil auf dem 7. werde ich wohl nicht mehr abrutschen.
Da ist der Abstand auch zwischen mir und ihm ein bisschen zu groß. Glücklicherweise. Naja. Deswegen so auf Fahrtwegen ist der Talbot mega gut. Also auf normalen Strecken. Also auf Wegen, die auch auf der Karte eingezeichnet sind. Aber querfeldein, irgendwas anderes. Und ich stand auf dem letzten Platz. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich habe schon einen schlechten Wagen. Und dennoch auf dem letzten starten. Wieder ein Sprintrennen. So. Ich glaube, ich bin die Strecke sogar gestern erst gefahren. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gucken kannst du sehr toll. Aber es muss nichts heißen, dass ich die schon mal gefahren bin. Ach du Scheiße. Sorry. Oh Gott. Das war wieder nix. Glück am Auge. Nicht gut. Komm, Leute, ne? Ich gleich noch den D-Type oder E-Type. Ist ja genau was anderes, als er eigentlich ist. Okay. Ich hätte einen netten Abgang gemacht. Bin aktuell immer noch auf dem 5. Platz. Es wird aber nicht reichen noch, um den Typ von mir einzuholen, der jetzt 5. ist. Denke ich zumindest. Aber das Rennen ist auch noch lange nicht vorbei. Deswegen kann ich kann auch noch letzter werden. Ich hab's geahnt. Irgendwas muss doch passieren. Also ich war 5. Jetzt aber immer noch. Achso, ja, stimmt, ja. Ich habe eine überholt und dann wieder. Naja. So, der nächste Sprung, ey, diese Sprünge, ne? Merkt der Wagen überhaupt gar nicht. Verständlicherweise. Der doch keinen halben Meter Boden frei, wie so ein Raptor oder wie so ein Hammer. Könnte sich sogar der fetteste Mann der Welt drunter legen. Oder so ein Wagen. Oder meinem, ja, da wird es aber ziemlich eng. Hä, warum jetzt die Punkte da oben weg? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Warum die jetzt auch immer weggegangen sind. Das sind nur irgendwelche Zäune. Da kann man ja gegenfahren. Es gibt ja eigentlich sogar Punkte, aber Vorzahlmeidegrad. Aber dafür willst du jetzt Punkte haben? Das ist aber, lädt sich jetzt aber nicht ein. So, gut, 3/4 des Rennens rum. 5. Platz. Da wäre auch noch mehr drin gewesen. Ich denke mal, so 4. oder 3. hätte ich noch werden können. Aber leider. Hast du ja gesehen. Ist meine Rechnung nicht ganz so aufgegangen. Oh Gott, Alter. Furchtbar. Oder wenigstens eine große Kette hier. Sonst hier kommen wir auf jeden Fall noch. Naja. Nochmal eine schöne Kette mit um die 200.000 Punkte, ne? Ja. Naja, 170.000 eher so, aber naja. Immerhin nicht letzter. Und vorne 2 Ford Raptors. Ja, da, aus gutem Grund wahrscheinlich auch. Dann noch durch der Subi. Klar, ich meine, der ist immer gut. Da welches Tor. Also jetzt aufhutmäßig. Bis auf wegen. Und da gehört ein, der Subi ist eigentlich immer gut. Aber den bin ich ja schon gefahren. Und zweitens wäre das auch ein bisschen langweilig gewesen. Die Mina zu fahren. Der Wagen mega dreckig. Aber sieht doch irgendwie cool aus. Aus dem Weiß so ein Braun wird. P-technisch. Ja, das war nix. Und deswegen auch nur noch auf dem, wieder auf dem 6. Platz. Alter, 84.000 EP, not bad. Ja, da klatsche ich mal kurz, warte. Ist schon nicht schlecht. Naja, der nächste Folge dann wahrscheinlich der Volvo S60 Polestar.
Aber garantieren kann ich es natürlich nicht und werde ich es auch nicht. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem anderen Auto, wieder gegen die ganzen Online-Leute. Ach, jetzt ist nur Asphalt. Das nehme ich mal. Da würde ich sagen, ich bin raus und ciao.